Moinsen, Susako hier und heute geht's um den Erfolg Das Lied der Stille. Eine der Questerfolge aus Warlords of Draenor, für den ihr allerdings diesmal keine Quest braucht, also ihr braucht nicht Angriff auf den Wachposten von Mokgol. Allerdings sind wir hier in Mokgol in Nagrand. Ihr müsst das Makro vielleicht ein bisschen verändern, damit es klappt mit den Wegpunkten, aber die braucht man hier auch eigentlich nicht. Und zwar müsst ihr 4 Ra Gegner umhauen. 2 davon befinden sich einfach so auf dem Plateau und sind ohne Probleme zu finden. Der eine war da vorne und der andere ist hier in der Nähe vom Haupthaus und zwar hier an diesem kleinen Zaun sozusagen. Ich bin hier ein paar Mal die Punkte abgeflogen. Es hat wirklich gedauert, bis ich rausgefunden habe, wie man eigentlich die letzteren beiden beschwört, denn dazu gibt es kaum gute Anleitungen und da habe ich wirklich eine Zeit lang gesucht, bis es mir dann aufgefallen ist. Nun gut, den ersten haben wir umgehauen, wie gesagt, der ist hier vorne. Manchmal ist er auch in Non-Elite da, also in Non-Ra, aber wir müssen ihn in Ra umhauen. Hier haben wir den anderen Kollegen, auch den holzen wir einfach ganz normal ab. Dann gibt es hier ein paar Reiter innerhalb der City, die müsst ihr ein paar Mal legen. Manchmal werden die auch mit einem Totenkopf gekennzeichnet und von denen bekommt ihr ein Item. Dieses Item, was ich euch jetzt einblenden werde, benötigt ihr, um die letzten beiden zu rufen, und zwar Notiz, diese Notizzettel. Dann könnt ihr hier am Haupthaus das Horn blasen, beziehungsweise pusten, und dann kommen sogar gleich beide Ra-Gegner auf einmal an. Das heißt, ihr braucht sie dann nur noch umzubringen und habt den Erfolg. Also wirklich sehr, sehr simpel. Kann man natürlich machen, während man die Quest hat, nachdem man hier die Schätze zum Beispiel gesammelt hat, um die Quest damit zu beenden, weil Ra-Gegner bringen einem immer sehr, sehr viel in solchen Quests, die auf 100% gebracht werden müssen. Ja, wir sind fast durch mit allen Erfolgen. Wir neigen uns so langsam, aber sicher dem Ende. Ein bisschen was gibt es aber noch zu tun in den Questerfolgen von Draenor und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr Hilfe benötigt, weil ihr etwas nicht verstanden habt und oder weshalb auch immer, dann lasst ruhig einen Kommentar unten drunter oder wenn ich euch helfen konnte, würde es mich auch freuen, von euch zu wissen. Ein Like bestätigt mich darin, dass ich gute Arbeit leiste und das werde ich natürlich auch wertschätzen, wenn ihr diese wertschätzt. Deswegen würde ich mich darüber freuen, genau wie aber ein Abonnement, da wird auch gleich was eingeblendet, braucht ihr eigentlich nur draufklicken, dann könnt ihr direkt den Kanal abonnieren und seid immer auf den Laufenden, was Achievements angeht. Ich danke fürs Zusehen, hoffe, wir sehen uns später wieder. Bis zum nächsten Mal in Draenor. That's a cool face, wanna date?